Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelentarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir auf die Woche vom 16. bis zum 22. Oktober. Schauen, was die geistige Welt im Allgemeinen und Speziellen für euch an Informationen und Impulsen bereithält. Es ist ein allgemeines Reading. Nehmt also mit, was resoniert, was nicht resoniert, das lasst ihr ziehen. Wenn es mit euch resoniert, klickt am Ende auf die Playlist, die oben rechts eingeblendet wird. Schaut euch noch Aszendent, Mond, Venus für Gefühls- und Beziehungsthemen auch noch an. Erst dann habt ihr alle Informationen. Erst dann wird ein ganzes Bild daraus. Eine persönliche Legung für Oktober ist auch noch möglich. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und wer den Kanal einfach so unterstützen möchte, klickt mal auf den Link Kanalmitgliedschaft. Da gibt es zwei Stufen. Einmal für 99 Cent für diejenigen, die einfach dem Kanal ein bisschen was Gutes tun möchten. Und 1,99 ist die nächste Stufe. Diejenigen, die die Kanalmitgliedschaft abschließen, die bekommen 5 Euro auf eine persönliche Legung. So, das gesagt, legen wir los. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Steinböcke für die Woche vom 16. bis zum 22. Oktober und fragen nach der Hauptenergie, die die Steinböcke in der Woche begleitet. Hauptenergie der Steinböcke. 3 der Kelche. So, aus welcher Situation seid ihr gekommen? Und wo geht ihr hin, meine Lieben? Also, wir fangen mit eurer Hauptenergie an. Die 3 der Kelche. Ihr könntet entweder Einladungen erhalten und wirklich einfach mal eine ausgelassene Zeit haben. Ja? Erntedank, Halloween, Geburtstage von Skorpionen zum Beispiel. Es ist die Zeit des sich Besinns auf die Menschen und das, was man hat, also wirklich Dankbarkeit. Ja? Das ist wirklich so ein Innehalten und sagen, hey, wow. Auch wenn nicht alles läuft, wie ich das will und auch wenn da viel Mist gelaufen ist in meinem Leben, aber ich bin dankbar, weil das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Ich überlege gerade, das hatte ich heute schon mal, die Eingebung bei jemandem, der das hören sollte. Bei welchem Zeichen war es? Ich weiß es nicht mehr. Aber eben auch eine Zeit, Entscheidungen zu treffen, wo und mit wem ihr euch wohlfühlt. So, aus welcher Situation kommt ihr? Eine Beziehung mag gescheitert sein, weil da was Besseres um die Ecke kam. Auch da habt ihr oder seid dabei, eine Entscheidung zu treffen. Ja, das Alte, was nicht mehr so erfüllend ist, oder das Neue. Zu einem wird hier der Kontakt abgebrochen, beziehungsweise ein Schlussstrich gezogen. Es gibt hier aber auch Steinböcke unter euch, die beschließen, ich mache jetzt eine Weiterbildung, ich mache jetzt eine Selbstständigkeit, ich mache jetzt irgendwas ganz Neues, weil da, wo ich bin, ja, da kann ich mir das so schön reden, wie ich will, da bin ich überhaupt nicht mehr dankbar, das ist gruselig. Verträge werden gekündigt und so parallel wird was aufgebaut mit dem Ziel, einen Vertrag zu kündigen, etwas Neues zu starten, meine Lieben. Es gibt hier, also sehr speziell, diejenigen, die nach einer Krise vielleicht nochmal sich zusammenraffen und sich überlegen, hey, wir frischen unser Eheversprechen auf, ja, oder wir frischen hier etwas auf. Aber irgendwie gibt es da so eine Zeitverzögerung oder eine Behinderung, Verhinderung, irgendwas, was da reingrätscht. Das können auch Kinder sein, dass ihr keinen Babysitter findet. Also wirklich, der Range ist groß. So, wir gucken mal, was bereitet ihr da energetisch vor in der Woche und klären das. Warum das Ass der Kelche auf dem Kopf? Vier der Stäbe, warum die 5 der Kelche?
die Liebenden. Warum der Teufel auf dem Kopf? König der Münzen auf dem Kopf. Gut. Ja, also viele von euch werden sich hier gegen und für etwas entscheiden. Warum? Etwas hat ausgedient. Ne? Also ihr detoxt. Definitiv. Das ist eine Entscheidung, die wird euch nicht leicht fallen. Also einige von euch stehen auch nach einer sehr, sehr toxischen Beziehung vor einer neuen Liebe und können das erstmal gar nicht greifen und fassen. Ja, wissen gar nicht, wie normale Liebe, entspannte Liebe sich anfühlt. Ihr lasst euch aber drauf ein. Hier gibt es auch Angebote tatsächlich auf neue Jobs. Das kann sein, dass das erstmal nicht so rentabel ist wie der alte Job, aber sich umso bedeutend viel besser anfühlt. Ja? Und dann lasst ihr hier definitiv etwas los, um das Neue, das Gesunde, sag ich mal, ne? Das Erfüllende anzugehen. Aber hier immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich hatte eben von Entscheidungen treffen gesprochen. Hört da wirklich auf euer Gefühl. So, einige von euch werden hier Therapie machen oder eine Kur. Und deswegen alles, was im Privatleben ist, erstmal auf Eis legen für die eigene Heilung. Und dann gibt es noch die pure, schiere, blanke, nackte Erkenntnis für einige von euch, wie viel sie von sich selber verloren haben, gegeben haben, aufgegeben haben, um irgendwen oder irgendetwas funktionieren zu lassen. Eine Beziehung, ein Job, eine Freundschaft, eine dysfunktionale Familie und so weiter und so fort. Also das ist einerseits Zeit des Abschieds, Zeit der Dankbarkeit, Zeit des Wiederaufbaus und der Selbstliebe. Das ist ein krasser Prozess, liebe Steinböcke, aber das sieht hier sehr, sehr vielversprechend aus. Wir fragen mal, was seht ihr nicht kommen? Welche Überraschung kommt da noch auf euch zu? Das ging schnell. 9 der Schwerter auf dem Kopf. Es wird gut, ich habe es eben gesagt, es wird gut. Es wird der Punkt kommen, da seid ihr auch für den größten Mist dankbar, weil ihr ihn überwunden habt, weil ihr umgezogen seid, weil ihr die Firma gewechselt habt, weil ihr euch für euch entschieden habt, weil ihr durch die Tränen durch seid, weil ihr angeguckt habt, was so unangenehm und schmerzhaft und traurig vielleicht für euch war. Ja, auch Selbstverzeihung ist hier auch angesagt. Und ihr kommt in die Entspannung, ihr findet wieder den ruhigen Schlaf. Sorgen und Zweifel werden nach und nach wegziehen, abziehen. Und die Freude, die Dankbarkeit, die Entspannung wird sich für euch einstellen. Meine Lieben, wenn es mit euch resoniert hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert sehr gerne den Kanal. Vielen, vielen Dank dafür. Oben rechts wird gleich die Playlist eingeblendet. Wenn ihr alle Informationen haben wollt zur Woche, schaut euch da Aszendent, gegebenenfalls Mond, Venus für Gefühls- und Beziehungsthemen an. Ich wünsche euch viel Kraft für diesen Prozess, eine wundervolle Woche, alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.